Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Wochenhoroskop. Heute schauen wir uns Ihren Verlauf dieser Woche an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Die Hügesaison kehrt an diesem Mittwoch, dem 16. November, in die Jungfrau zurück, wenn Kuschelhase Venus bis zum 9. Dezember in den Schützen und in ihr viertes Haus der gemütlichen Häuslichkeit einzieht. Und gleich am nächsten Tag setzt sich ihr kosmischer Wächter, der ausdrucksstarke Merkur, auf das Sofa neben Venus, bis zum 6. Dezember. Das kann nur eines bedeuten: Es ist an der Zeit für Gemütlichkeit und Wohlbefinden. Sie können ein paar leckere Rezepte ausprobieren, in denen die wunderbare Ernte des Herbstes verarbeitet ist. Da Venus die Romantik regiert, werden Sie wahrscheinlich nicht alleine Ihre Zeit verbringen. Stellen Sie sich vor, welche Art von Gleichgesinnten Sie anziehen möchten, und stellen Sie dann Ihre Anfrage an den Liebesplaneten. Sind Sie in einer Beziehung? Dieser häusliche Zyklus könnte einen von Ihnen dazu inspirieren, das Thema nächste Schritte anzusprechen, ganz gleich, ob Sie daran denken, eine exklusive Beziehung einzugehen oder Ihre Wohnung zu renovieren, um Ihren beiden Geschmäckern gerecht zu werden. Sind Sie Single? Werden Sie proaktiv, indem Sie sich mit platonischen Freunden treffen, mit denen Sie vielleicht ausgehen könnten. Verabreden Sie sich schnell zu einem Café, um den Druck auf ein Minimum zu reduzieren. Aber seien Sie unvoreingenommen, denn nicht jeder hinterlässt einen denkwürdigen ersten Eindruck. Wenn möglich, stellen Sie sicher, dass Ihre einzigen Pläne für den Samstag darin bestehen, sich zu entspannen und dorthin zu gehen, wo die Stimmung Sie hinführt, oder eben nicht. Es ist wichtig, dass Sie sich entspannen und von einer anstrengenden Woche erholen, vor allem, wenn der trübe Neptun in Ihrem Beziehungssektor sein zweites von drei störenden Quadraten zu Mars in Ihrem zielorientierten 10. Haus bildet. Das erste fand am 12. Oktober statt, das letzte am 14. März 2023. Natürlich haben Sie eine erstklassige Arbeitsmoral, aber wenn die Ziele anderer nicht mit den Ihren übereinstimmen, sollten Sie Ihre angeborene Tendenz, sich umzuorientieren, überwinden. Andere zu unterstützen ist Ihre Aufgabe, und das ist nobel, aber wenn Sie einen wichtigen Plan oder Ihre Verpflichtung zur Selbstfürsorge aufgeben müssen, ist das wahrscheinlich keine gute Idee. Ihr Netzwerk ist Ihr größtes Kapital, und daran werden Sie am Sonntag erinnert, wenn der optimistische Jupiter die strahlende Sonne in den sozialsten Zonen Ihres Horoskops Luft küsst. Als Erdzeichen können Sie ein Gewohnheitstier sein, sowohl bei der Arbeit als auch im Privatleben. Das spart zwar Zeit und erhöht Ihre Produktivität, trägt aber nicht gerade zur Erweiterung Ihres Horizonts bei. Lassen Sie sich von der expansiven Sonne Jupiter-Energie leiten und verlassen Sie Ihre soziale Komfortzone. Sicherlich kann es sich anfangs unangenehm anfühlen, der Fremde im Raum zu sein, aber Sie sind auch das faszinierende Frischfleisch, das andere unbedingt probieren wollen. Und wenn Sie niemand anspricht, sehen Sie sich die freundlichsten Gesichter in der Menge an und überlegen Sie sich ein aufrichtiges Kompliment, das Sie ihnen machen können, oder eine interessante Frage, die Sie stellen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!